Gleich die ersten beiden Auftritte am Freitagabend waren richtungsweisend für dieses Karaoke-Wochenende. Zum einen hatten alle Beteiligten viel Spaß. In diesem Fall perfekt verkörpert von der US-Amerikanerin Sierra Joy, die in Straubing zufällig gerade Freunde besucht. I have four brothers, we dance all the time in my living room. I don't know anyone, so I don't care. It's fun. I'm having fun. Zum anderen standen auch richtig gute Sänger auf der Donau-TV-Bühne. Gleich die zweite war nämlich die spätere Gesamtgewinnerin Stefanie Kreh, die Jury am Freitag jedoch noch nicht so richtig überzeugen konnte. Aber dazu später mehr. An diesem ersten Tag hatte zum Beispiel Pietro die Menge besser im Griff. Als er den Straubinger Theresienplatz mit seinem italienischen Charme kurzfristig einfach mal geschätzt 2000 Kilometer nach Süden verlegte. Ich liebe Singen, ich habe immer gesungen in Karaoke oder das erste Mal über 16, weil mein Dorf in Sizilien kommt aus Palermo. Und ich habe unter 3000 Leute unter, weil so ein Burgerfest ist, ein kleines Dorf. Ich habe einfach da gesungen. Ich habe immer gesungen, ich liebe Singen. Und ich möchte immer gerne machen, auch wenn ich nicht gewinne, weil es mir egal, etwas zum Gewinnen ist mein Spaß. Und es sollte nicht der einzige Gänsehautmoment an diesem Wochenende bleiben. Die gab sogar nicht nur auf, sondern auch neben der Bühne. Ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, das Lied habe ich meinem Papa gewidmet, der ist letzten Dienstag gestorben. Und ich vermisse ihn jetzt auch, und das war für den Papa. Erste Tagessiegerin wurde am Freitag schließlich Stefanie Holler, die sich gegen Titelverteidiger Mane Reumann und gegen Pietro durchsetzen konnte. Aber ist ja nur ein Teilerfolg, also. Naja, also ein Tisch im Golbenfolks, das ist schon mal ein großer Erfolg, oder? Wahnsinn. Was, Tisch, bitte? Der Tagessieger bekommt einen Tisch im Golbenfolks. Das hat mir niemand erzählt. Jetzt weiß es von mir. Sehr gut, in welchem Zelt? Du darfst dich freuen, es ist ein Karmelitenzelt. Sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, wir sind eingeladen. ja, ihr dürft euch dann als Dekoration am Tisch legen. Die Stimmung unter allen Teilnehmern war prächtig, auch wenn natürlich nicht jeder gewinnen konnte. Am Samstag lieferten sich sogar 5 Teilnehmer ein packendes Tagesfinale. Auf Sieger Thomas Hammerschick mussten wir im großen Finale am Sonntag leider verzichten, da er in Deggendorf für die Flutopferhilfe unterwegs war. Dafür sprang dann Pietro erneut in die Bresche. Obwohl er als auch unsere Freitagsgewinnerin am Sonntag wirklich nochmal alles gaben, hatten sie aber letztendlich gegen eine andere Stefanie das Nachsehen. Eben jene Stefanie Kreh vom Anfang, die am Finaltag noch einmal kam, sang und da dann alle Herzen im Sturm eroberte. Übelst geil, vor allem jetzt am Schluss sind Leute hervorgestanden an der Bühne, haben mitgegroovt, keine Ahnung, und das war echt super. Hast du sowas schon mal erlebt? So in dem Ausmaß noch nicht. Ich habe vor 5 Jahren mal mitgemacht, da war ich 13. Da hat es aber nicht so geklappt wie heute. Und die knapp Geschlagenen, die zeigten sich als faire Verlierer. Es war ein Riesenspaß, es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich war ja am Freitag schon da und ja, wie gesagt, man darf das nicht so ernst nehmen. Und die kleine Steffi, die hat ja echt super gesungen, also da gibt es gar nichts. Ja, die war sehr schön, war sehr lustig und freue mich sehr für Steffi. Hat er super gesungen, hat er echt verdient, wirklich. Es war ein schöner Abend und es ist wichtig, Spaß zu haben. Der Spaß, er war immer dabei. Hinter, vor und auch auf der Bühne. Und bestimmt auch wieder beim nächsten Bürgerfest Karaoke in Straubing.